Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Gestatten, das ist der neue KFC Uerdingen. Ganz rechts der neue Managersport Stefan Effenberg. Im Zentrum Neutrainer Daniel Steuernagel. Komplettiert das Ganze von Teamchef Stefan Reisinger. Erste Station 1860 München. Und auch bei den Löwen gab es Neuigkeiten. Sascha Mölders hat unter der Woche verkündet, nach 5 Jahren 60 München ist im Sommer für ihn Schluss. Die Uerdinger in den roten Trikots mit der ersten guten Möglichkeit nach 26 Minuten. Sonst nicht viel Fußball zu sehen. Da ist nochmal schön Felix Weber, der Kapitän der Löwen, dazwischen. Ansonsten Magerkost in Halbzeit 1. Noch eine Kopfballchance von Sascha Mölders nach 38 Minuten. Es war sehr ruhig in den Strafräumen, aber außenrum, da ging's ab. 4 gelbe Karten in Halbzeit 1. Jede Menge Handgemenge, Fouls und kleine Nicklichkeiten. Haken wir das Ganze ab. Durchgang 2 hatte schon mehr zu bieten. 46. Spielminute. Ali Ibrahimay, der kam extra für Pflücke, um ein bisschen mehr Wirbel zu sorgen. In der Offensive tat er dann zumindest ein bisschen. Blick auf die Trainerbank. Reisinger fiebert mit. Steuernagel schreibt mit. Das neue Trainerduo scheint sich gut zu verstehen. Uerdingen wurde in dieser Phase spielerisch stärker. Rodriguez gegen Felix Weber. Und jetzt Vorsicht! Der Kapitän der Münchner Löwen hatte schon gelb. Und dafür gab es dann vom Schiedsrichter Tobias Fritsch die gelb-rote Karte und das auch zu Recht. Deutlicher Tritt in 16er Nähe an Rodriguez. Für Weber war Schluss. Da waren erst 6 Minuten gespielt in Halbzeit 2. Lange Überzahl für Uerdingen, aber die Münchner, die drücken nochmal aufs Gaspedal. Wild für Mölders. Das muss doch eigentlich die Heimführung sein nach dem Katastrophenfehler hier vom Mittelfeld-Routinier Adam Matuschik. Super Umschaltmoment von Wild und Mölders verschätzt sich da mal komplett. Wir springen rein in die 82. Spielminute. Uerdingen konnte nicht gut umgehen mit dieser Überzahl, aber Adam Matuschik hatte einfach einen Geniestreich parat. Es ist sein erstes Drittligator und das Ganze mit schlanken 30 Jahren. Frank Ewina, der wurde eingewechselt, legt einfach mal zurück und dann aus 25 Metern schwer bis unhaltbar für Bonnmann. Er hat die Finger zwar noch dran, aber das war ein richtig schöner Strich. Die Uerdinger hatten in der Folge noch die ein oder andere Möglichkeit, aber sie kamen nie so wirklich ins Spiel. Und die Löwen, die bestraften das Ganze auch nicht. 84. Minute rum, Mölders mit der letzten guten Möglichkeit. Am Ende stand die erste Heimniederlage der Saison auf der Agenda. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff hatten. Uerdingen war fast kein einziges Mal vor unserem Tor. Und ja, vielleicht da in der ein oder anderen Aktion vorne im Strafraum noch zielstrebiger. Und ja, klar hat uns dann die gelb-rote Karte das Genick gebrochen und dann waren wir eigentlich nur noch am Verteidigen und kriegen dann so einen scheiß 1-0. Und die Uerdinger, das neue Trio, fuhr gleich mal den ersten Dreier ein und hat auch sonst noch viel Großes vor. Möglichkeiten sind da, keine Frage, aber die Struktur muss man natürlich ein Stück weit verändern. Ja, also das fängt beim Stadion an, dass wir anfangen mit dem Umbau, damit wir wieder auch in die Grotenburg wieder zurückkommen. Nicht nur für die Spieler, auch für die Fans. Und dann muss man gucken, auch den Kader neu zu strukturieren. Wir haben 28 Spieler, das ist natürlich eine große Zahl, aber das geht jetzt alles nur Stück für Stück. Große Pläne also beim KFC Uerdingen. Sportlich ist der erste Schritt gemacht. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.